Ja, servus und willkommen zu unserer Gruppentherapiesitzung. Nehmt euch den Platz, hockt euch hin, denn ich bin euer Therapieleiter, ich bin Mac Vurago und das hier ist Let's Play The Jedi Knight 2, The Jedi Outcast. Wir sind, ja, wo sind wir denn? Wir sind in Bespin City, die Wolkenstadt, und versuchen gerade unserem Kumpel Lando dabei seine Stadt wieder zu bekommen und sind auf dem Weg nach oben. Wir suchen Carbonitkammer 17. Ja. Das sieht schon sehr industriell aus. Laden wir mal kurz auf. Sind voll. Quick Save. So, den haben wir weggetoastet, den holen wir uns hier ran. Oh. So, interessante Räumlichkeit. Wir haben da einen Bacta-Kanister und noch einen Bacta-Kanister. Da hinten sehe ich noch einen dritten Bacta-Kanister. Von hier aus sind wir rein. Da ist noch einer kurz gespeichert. Ach nein, geheilt, jetzt gespeichert. So, das riecht doch ganz nach. Wir machen euch kaputt. Da können wir das kaputt machen. Hier auch. Hier auch. Was? Aha. Okay, da kommen wir dort wieder an. Was machen wir bei der lustigen Röhre? Gar nichts. Die lustige Röhre bringt uns ja nirgends wohin. Dann hätten wir hier drüben noch eine Röhre. Es geht nach oben. Aha, aha. Ja, interessant. Okay, hier speichern wir, das ist mir dann doch irgendwie zu heiß. Aber so ich mitgekriegt habe, gibt es hier eine Luftströmung. Ich denke mal, wir müssen darüber. Dann warten wir mal, bis es wieder strömt. Ah, hier sieht man das. So, das war mir dann doch zu doof, mich um den zu kümmern. Ich habe ihn einfach mal von der Plattform geschubst. So, ja, hier ist wieder Wind. Und tschüss mit dir. Hallo, tschüss, habe ich gesagt. So, ich hau ja mein Lichtschwert nicht in jede Pappnase rein. So, da ist wieder Wind. So. Okay, bei euch habe ich mal eine Ausnahme gemacht. So, jetzt müsste es nach oben gehen, wahrscheinlich darüber. Ich speichere mal kurz, warte jetzt auf den Windstoß und versuche mein Glück, dass ich nach da drüben komme. So. Aha. Wo sind wir hier? Erschütterung der Macht, aber etwas daran ist sehr sonderbar. Oh oh. Ihr werdet sterben. Das ist doch mal was, eine neue Erkenntnisse. So, das war unser erster reiner Lichtschwertkampf. Wie? Er sah aus wie ein Jedi und kämpfte wie ein Jedi, aber die Macht kämpfte er nicht. So verzerrt. Der kämpfte nicht wie ein Jedi, er war einfach zu schlecht. Ich speichere mal kurz, und muss mal gucken, wie wir eigentlich nur nach da drüben kommen. Aha. So, alles klar, wir müssen einfach nur warten, bis der richtige Luftstrom wieder kommt. Ach ne, es funktioniert auch einfach so. Tschups.
Komm mal her. Na, okay. Ja, also ist klar. Das ist ja so ein... Wir pusten uns den mal rüber. Ja, haha. Komm her. Du willst spielen, dann spiele ich mit dir. So. So. War doch mal witzig, ein bisschen mal entwaffnet, ein bisschen die Jungs durch die Gegend gewirbelt und, naja, mit dem Lichtschwert gezeigt, was ich Tolles kann. Okay, man kann wieder aus dem Laden. Ne, wir sind prinzipiell eigentlich voll. Kuki Kaki. Oh, voilà. Witzig, dass man die, witzig, dass man hier auch geworfenen Granaten einfach mal zurückwerfen kann mit der Macht. War für die Jungs ein bisschen überraschend, aber naja. Sie haben sich gefreut, sie sind mit einem großen Krach in die Luft gesprungen. So, kurz gesaved. Oh, noch einer von der Fraktion hier. So. Aber das sieht doch nach einer Carbonitkammer aus. Na, wie kommen wir aus der Nummer hier raus? Ja. So, ja. Der Superkeil. Also ich habe ja Folgendes gemacht. Ich habe ein bisschen mit den Mächten variiert. Man hat gesehen, da geht er in so eine Abwehrherstellung. Die Chance habe ich dann wahrscheinlich genutzt, um ihn anzugreifen. Aber für Zuschauer wieder. Komm her, Jungs. Die will ich auch haben. Du auch. Und komm her. So, da schauen wir uns mal an dieser Kammer ein bisschen mal genauer um. Weil der liebe Lando hatte ja gesagt gehabt, in einer dieser Carbonit-Kammern hätte er etwas versteckt. So, oh, was haben wir denn hier? Okay. Da konnten wir einfach nur das Ding da nach oben bewegen. Können wir noch mehr damit machen? Oder ist hier unten noch etwas? Wir können mal hereinspringen. Ne. Merkwürdig. Aber gut, hier scheint er wohl den Androiden nicht versteckt zu haben. Ah, da haben wir den Freund, den wir suchen. Du musst der Droide sein, von dem Lando geredet hat. Aha, jetzt wissen wir, das ist also eine R5-Einheit. Hoppala, nicht so dicht ran an den Freund. Aha. Was tut er? Er fährt dahin. Da speichere ich mal lieber kurz, bevor unser Freund hinüber ist. Fährt er mit uns nach oben? Nein, das war das Missionsende. Leider keine Verstecke gefunden. 47 Feinde getötet. Lichtschwert-Einsatz war natürlich die Hauptwaffe Nummer 1. Und ein paar Mächte. War mächtig gewaltig, der Einsatz mit den Mächten. So, sind wir auf einer weiteren oberen Ebene. Ich glaube,
An der Stelle müsste ich jetzt irgendwie den kleinen Freund hier na? Da haben wir einen. Ja, war nicht ganz so clever. Aber die Grundidee war schon mal die richtige, dass wir hier oben rein müssen. Kurz der Quicksave. Und jetzt müssen wir einen Schalter betätigen. Ah, den da. Damit geht es dann nach unten. Und wir folgen dem kleinen Kerl. Springenderweise. Und kurz speichern. Hoppala. Okay, da müssen wir wahrscheinlich. Prinzipiell gute Idee, nur die Ausführung haperte noch ein wenig. Vielleicht sollten wir doch eine andere Waffe wechseln, mit der wir etwas schneller feuern können. So, da ist natürlich ganz doof, dass uns diese dämliche Fünfeinheit nicht kaputt gehen sollte. Was ja vom prinzipiell auch eine prima Idee ist, dass sie nicht kaputt geht. Okay, dann versuchen wir einfach mal von hier aus so viele von diesen lustigen Minen zur Explosion zu bringen, bevor unser kleiner Freund hier auf die Reise geht. So, da haben wir da noch eine. Ich glaube, wenn mein Adlerauge mich nicht trügt. Apropos Adlerauge, wir können ja einfach mal auf das hier wechseln. So, da haben wir so weit, wie wir das sehen können, die Freunde zerlegt. Okay. Unser Problem ist immer noch, dass hier eine ist. War nicht ganz so clever. So einer von dem weniger. Na. Vielleicht nicht so viel Quatsch machen und uns abballern lassen. Aber wir bleiben erstmal hier. Nicht so super gelaufen. Da fand ich die erste Variante einfach besser, wo wir einfach mal ein bisschen mehr Glück hatten, dass unser kleiner Druidenfreund nicht losgelaufen ist. Oh. Da müssen wir uns was einfallen lassen. So schnell kann ich gar nicht feuern, wie unser kleiner Freund hier immer stiften geht. Oh, dann blockieren wir ihn nochmal hier kurz. So richtig habe ich auch noch kein Patentrezept.
So richtig habe ich noch keine Patentlösung, wie wir die Minen eigentlich am effizientesten entfernen können. Oder ich habe es einfach noch übersehen. So. Es wäre natürlich ungemein praktisch, wenn wir die Freunde da oben entsorgen können. Einen letzten Versuch starten wir noch und dann schauen wir mal. Mist. Okay. Tja, Kai, du mach Facepalm. Unsere Fünfeinheit ist schon wieder gestorben. Leider, leider, leider. Aber gut, das soll es auch erstmal gewesen sein für heute. Mit Jedi Knight Let's Play. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich sage danke und Servus Ade. Ich bin Mac Vurago.